Es ist wieder Donnerstag, es ist wieder 18 Uhr, es ist wieder Zeit für Creepjack. Hallihallo und herzlich willkommen. Erneut melde ich mich alleine. Florentin ist im wohlverdienten Urlaub. Ich habe heute Morgen noch mit ihm telefoniert. Und er ist natürlich sehr traurig, dass er jetzt 2 Wochen in Ruhe und in Frieden verbringen kann. Ganz im Gegenteil zu mir. Busy Boy, doing busy things. Und wir haben einiges vor diese Woche. Und da freue ich mich drauf. Wir haben ein Ligaspiel, unser zweites der Saison. Unglücklicherweise konnte mein erster Ligagegner nicht zur Creepjack-Zeit spielen und hat mir dann auf der Map durchaus den Arsch versohlt. Also liebe Grüße an StarsNow, der hat mich 2-0 von der Map gefegt. Der war aber auch 150 MMR-Punkte höher als ich. Ich habe mich ganz okay geschlagen. Bin zufrieden. Florentin wird natürlich wiederkommen. Er hat heute auf Twitter verlauten lassen. Ab dem 10.8. ist er wieder da. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Ich bin busy, weil wir gerade die TP-League casten. Die Sommerweltmeisterschaften in Warcraft 3. Und da geht es hoch her. Bin ein bisschen außer Atem, ich alter Mann. Wir haben aber natürlich nicht nur die asiatischen Meisterschaften. Wir haben auch die ESL-Meisterschaften für den deutschsprachigen Raum. Und da habt ihr lange nichts mehr von gehört. Bis auf die traurige Nachricht, dass es diesmal leider nicht offline stattfinden kann. Und wir auch nicht in einem Studio sein werden. Aber wir werden natürlich trotzdem casten. Samstag und Sonntag um 18.30 Uhr. Und da wurde heute das Bracket veröffentlicht. So sieht's aus. Warcraft 3 Finals der ESL-Meisterschaft. Wir haben unsere 4 Finalisten natürlich gefunden. Das sind Xlord als Meister, Kevin als Vizemeister und dann haben wir Todd und Leon. Todd natürlich ein ehemaliger Weltmeister und Leon der erste Bezwinger von Xlord in der ESL-Meisterschaft überhaupt. Und da werden wir schöne Matches haben. Samstag 4 Matches. Die ersten 2 aus dem Winner Bracket, dann das Winner Bracket Finale und das Lower Bracket Match. Am Samstag, das war der Samstag, am Sonntag dann das Lower Bracket Finale und das Grand Final gecastet von mir und Van und Remo. Das dazu. Da müsst ihr nicht weiter viel tun, außer euch auf die Couch fläzen. Und zugucken, was wir da so verzapfen und was die Spieler natürlich an Entertainment bringen. Wo ihr aber was zu beitragen könnt, ist die Relegation und die Qualifikation. Denn da gab es heute ebenfalls eine Veränderung und zwar neue Dates. Der 1.8. und der 5.8. plus die Relegation am 8.8. und am 9.8. Da brauchen wir viele, 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 viele Leute. Und es macht nichts, ob ihr 1200 MMR seid oder 2000 MMR. Wir brauchen hier Spieler. Wenn wir noch irgendwie die Hoffnung am Leben halten wollen für eine weitere Meisterschaft nächstes Jahr, dann doch bitte alle teilnehmen, so gut es geht. Ich werde auch teilnehmen. Und Carsten, ich habe leider erst jetzt gerade von der Verschiebung erfahren und hoffe, dass ich da Zeit habe. Es ist ein Dienstagabend und ein Samstagabend. Und da gerne mal auf den Socials gucken und anmelden. Das ganze Creepcamp, ich will euch da sehen. Die Bros, ich will euch da sehen. Alle, die noch auf den die Sparta die Stange halten und seine Streams angucken. Alle rein da! Macht die Meisterschaft groß. Ich freue mich drauf. So, das dazu. Ich habe ein Prediction Game erstellt, weil das gerade schon ein bisschen Spaß macht bei der TP League. Und das Prediction Game findet ihr hier. Ich habe es auch in den Chat gehauen. challenge.com/ESLM-Prediction. Da könnt ihr euch einen Account machen, beziehungsweise euren bestehenden Account nutzen und die ESL-Meisterschaft predikten. Wer gewinnt das ganze Ding? Ich mache das jetzt mal kurz. Der Lord gewinnt erstmal. Oh, Create a Prediction. So geht das. Der Lord gewinnt erstmal gegen Kevin. Warte, wieso ist das denn hier nicht Double Elim? Was ist das für ein Mist? Moment. Wir müssen da kurz was ändern. Ach, predict the lower bracket. Ja, das habe ich nicht angeklickt. Jetzt muss ich das neu machen.
Nicht Winner Bracket Only. Ach, shit. Okay, vergessen wir das. Ich werde das neu erstellen. Und dann auf den Socials teilen. Whatever. Wir haben aber ein Match. Und zwar ist dankenswerterweise der gute Curlybert Laser eingesprungen. Der gute Mann spielt Nachtelf. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir haben Concealed Hill. Welcher Amateur das? Entschuldigung, ich habe das in der letzten Sekunde gemacht. Jetzt, ich habe hier Stress genug. Wir haben Concealed Hill, das ist mein Pick. Und wir haben Tidehunters, das ist sein Pick, was mir doch schon ein bisschen in die Karten spielt, muss ich sagen. Wir schauen uns den guten Köli mal an. Kölibert2803, das ist sein Account. Er hat schon gespielt gegen Großmaul und da glaube ich verloren, wenn wir uns die Liga hier mal angucken. Jo, oh, unentschieden. Unentschieden hat er gespielt. Da wollen wir nochmal heute die erste Niederlage der Saison zufügen. Wir haben nachher um 9 Uhr außerhalb der Creepjack-Zeit auch noch ein Match gegen Cage. Der Kölibert mit Nachtelf. 1200 MMR. Ich gehe hier als Favorit ins Rennen, Leute. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise bin ich mal der Favorit. Wenn ihr auch Favoriten habt, warte, ich muss mal kurz den Kölibert mal schreiben. Ich glaube, der ist am Platz. Der hat extra wegen mir Meetings verschoben. Das finde ich sehr löblich. Köli am Start. Yo, yo, yo. Schon ready. Sonst mache ich noch kurz Werbung. Fürs Manager. Ah, mehr brauche ich gar nicht schreiben. Danke, Chris, für den Sub. Dich sehe ich doch bestimmt wieder in der Rele. Nice. Okay. Create Custom Game. GN. Da wollen wir mal schauen. Müssen wir hier mal hier einen Sieg hinkriegen. Ich glaube, zweiter Platz, wenn ich heute gegen Cage gewinne, dann ist zweiter Platz vielleicht machbar. Okay. Ping sieht gut aus. 17 und 18. Ja, dann wollen wir doch mal reinstarten hier. Oder was? Jo, gegen Köli. Nicht Köli, jo, Köli. Wir haben natürlich auch Jannis Kannes, meine Leute, das ist klar. Okay, let's go. Er verliert nicht viele Worte, dieser Mann. Aber zwei Worte wird er brauchen. Und das ist G und G. Okay. Wir haben einigermaßen viel gespielt in letzter Zeit für unsere Verhältnisse. Ich fühle mich hier relativ wohl auch. In dem Matchup. Und da müssen wir mal ein bisschen hier Lack geben. Der Florentin wird natürlich auch seine Ligaspiele machen. Das ist klar. Muss dann einiges nachholen, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist. Sound ist da, ne? Yo. Nice. So, let's go. Bisschen scouten. Mal gucken, ob ich erwarte einen Demon Hunter. Könnte natürlich auch immer ein Keeper sein oder so. Passt da was hin? Nee, passt nicht. Du gehst dahin. Alles dem Plan nach. Bisher. Ich wünsche ihm alles Gute. Aber auch, dass alles Gute nicht genug ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen die Build Order versemmelt. Weil mein Held ist schon nur einigermaßen spät, muss man sagen. Aber das sind nur ein paar Sekunden.
Das passt. Oh, und den Acolyte, den habe ich auch. Naja. So, jetzt aber. Nicht verzagen. Das sieht doch alles ganz standardmäßig aus. Ich war so ein bisschen so ein One-Trick-Pony. Und konnte eigentlich nur Gargoyles. Aber da ist er doch schon ein bisschen verwirrt hier. Demon Hunter. Okay. Das habe ich so erwartet. Und jetzt müssen wir natürlich auf den nächsten Acolyte warten. Jetzt das Ding. Holz wegbringen, die Kim mitnehmen. Okay, scheint so, als würde er uns erstmal in Ruhe lassen. Zumindest so weit. Ohoho! Guckt ihn euch an mit dem Building da, Alter. What the hell? Okay, das hat er gut gemacht. Das ist ein relativ großes Ausrufezeichen direkt, muss ich mal so sagen. Hm. Das war schick. Aber gut, wir haben natürlich noch einiges an Zeit und nur weil er einmal einen kleinen Wisp retten kann, wird ihm das noch nicht das Game retten. Ja, haben wir einen kleinen Tauchgang gemacht, oder? Ah, aufpassen. Oh, da rennt er mir fast ins Surround rein. Okay, damit sollte er doch erstmal bedient sein. Und wir können weitermachen. Skelett? Nee, ich glaube nicht. Oh nein! Wie unnötig! Das war so, geht so gut. Nein. Wir haben echt ein bisschen Zeit vertrödelt, aber er ist auch noch nicht Level 3. Von daher passt das schon. Ja, ja, hören mich ruhig, das macht mir gar nichts. Oh, die Naga macht mir was, die Naga macht mir viel. Jetzt mach! Oh, das ist nervig. Der kriegt vielleicht... Ich habe ein bisschen den Counter-Pressure verpasst. Level 3 wäre natürlich hübsch. Er kriegt den Shop. Ja, gut. Alles noch im Rahmen meiner Möglichkeiten. Level 3, nervig. Can I help you? Let's battle with your knives.
Nein. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier in der Base so abgeht. Oh! Ho, 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 Baby! Feels good, man! Okay, jetzt haben wir hier nicht mehr so viel zu tun. Er geht los, das gefällt. Aber wir lassen ihm auch einiges an Zeit. Was nicht so ganz geil ist. Okay, da kommt er. Einmal weglaufen bitte. Und warten, bis hier alles ready ist und wir ein Orb holen können. Und das sollte gleich sein. Der Acolyte-Zigarette fertig? Jupp. Ich glaube, da läuft ja gerade ein bisschen in mein Timing rein, oder? My patience has ended. Ich habe auf jeden Fall nicht genug. Level sind so, geht so. Come on. Research complete. Call. I am darkness. Thy bidding. My. I am darkness. I will not be trusted in. Yes. My feet has ended. Ah! Oh! Hm. Okay, geht so. Nicht so viel am Start. Ha, 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 ha! Nein! Aufpassen. Uff.
Ich hätte gerne mehr Mana und mehr Gold und mehr alles. Das ist ein ganz schönes Hin und Her hier. Aber okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen Zeit kaufen. Na komm. Das müssen wir natürlich irgendwie nutzen. Und idealerweise scouten. God damn, diese verdammten Staffs immer. Ich hab kein Mana, nie. Verdammt! Oh, haben wir gekriegt. Nice. Ja, next. Shit. Okay, baut aber noch. Alles klar. Alles klar. Blöd, 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 blöd. Mann, diese Steps macht er echt gut, ey. Sache ist, wir leben noch. Puh, aber das hätten schon ordentlich viele Kills sein können. Ey, wir brauchen Level. Verdammt nochmal, brauchen wir Level. Risky. Ich hab kein TP. Oh shit. Okay. Okay. Können wir laufen, kein Ding. Walk it off, Baby, walk it off. Oh, die Crypt sollte ich vielleicht nicht verlieren. Was? Wo ist der Rest der Armee? Verdammt nochmal. Okay.
Okay, das kriegen wir jetzt aber noch. Hoffe mal ganz stark, dass das Ding hier frei ist. Jo. Okay, kleines Bad. Hab ich alle verloren? Jo. Kleines Bad. Dann zum Shop, dann go. Warum eigentlich? Weil ich mich nicht unter Kontrolle habe. Nee, diese Steps gehen mir auf den Sack. Aber ihm wahrscheinlich noch mehr. Ja, das haben wir doch, ey. Na komm. Ich will jetzt auch nicht overpacen. Shit. Mann, ist das knapp, ey. Aber er sollte doch fast schon am Ende sein, oder? Also würde mich sehr wundern, wenn er nicht am Ende ist. Nicht nur was ich verkaufen kann.
Our gold mine has collapsed. Shit. Okay. My vengeance is yours, Nix. My patience has ended. Our forces are under attack. No. My patience has ended. My vengeance is yours. You call. Boah, was mach ich? Nein! Es ist so unnötig! My patience has ended. My patience has ended. Our town is under Fuck town. Me. Mach Damage jetzt! Where shall my blood be spilled? My fate is sealed. I You call. Falsche Keule geschmissen. I wish only to serve. My vengeance is yours, sworn to death. My patience has ended. My patience has ended. Okay, er hat auf jeden Fall seinen Tree rüber gewatschelt. Und komm einfach. I wish only to serve. My patience has ended. He dreamed of life. I am the darkness. For the stars to come. Aufklicken immer. Fuck my life. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll. So mein Game, ey. Das war so mein Game. Aber krass, das hat er gefightet. Das hat er richtig gut gemacht. Gute Staffs, gute Timings. Oh, shit, ey. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ja, kann ich nicht anders sagen, ey. Das hat er echt gut gemacht. Das hat er richtig gut gemacht.
Und jetzt holen wir uns den Punkt. Zumindest ein Punkt. Aber letztes Mal war auch erste Map richtig gut, zweite Map heftigst reingeschissen. Ah, falsche Map. Shit. Hab ich die Map nicht ausgewählt. D-d-d-d-d-d. Hab die Map gestartet, war aber Amazonia. Jetzt aber. Sag gerne auch Amazonia. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen den Punkt jetzt. Come on. Hätten wir holen können. Das werde ich am Ende der Season auf jeden Fall bereuen. Dass das jetzt hier gerade nicht geklappt hat. Was hört der auch nicht auf zu fighten, ey? Kann er nicht mal aufgeben vorher? Was soll das denn hier sein Bestes geben und so? Scheiße. Oh, das wird wieder demonetized. Aber ja, auch ein bisschen selber schuld. Sigurd hat ein bisschen zu spät am Anfang. Aber da habe ich mir selber nichts. Also, ich habe mir natürlich ein bisschen was vorzuschreiben, aber ich sehe eher, dass er mich outfightet hat, als dass ich jetzt einen Monsterbock geschossen habe, was sich einigermaßen gut anfühlt. Also natürlich habe ich mal so einen Fight gebotcht hier und da, aber wir haben uns auch einigermaßen zurückgekämpft. Ah, ärgerlich. Ergerlurch. Er hätte uns übrigens heftig zerstört, wäre er auf Talents gegangen. Vielleicht hat er sich gedacht, nicht die Zeit oder so. Weil, oh mein Gott, Talents sind insane. Gegen Destroyer. So, zweite Map. Tidehunter, sein Pick. Where shall my blood be spilled? I gladly obey. Thy will be done. I wish only to serve. Fear the reaper. Summon is thy will be done. Okay, wieder ein Demon. I gladly obey. For the Lich King. My patience has ended. Summoning is complete. My life, my patience has ended. I bow. I am the darkness. Junge, Junge, sind diese Elfen aggressiv momentan? Das ist nervig. Macht er denselben Scheiß nochmal? Battle be joined. Life
Das läuft nicht gut zusammen. I am the darkness. My vengeance is yours. Our forces are under attack. I am the darkness. My patience has ended. My patience has ended. My vengeance is yours. I bow to your eye and the darkness. My patience has ended. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das von hier aus spielen soll. Oh, goddamn. I am the darkness. My patience has ended. As you order. Our forces are under attack. Bisschen Hölle hier. Bisschen eine Hölle. Oh, fuck! My patience has ended. Kein Ziggurat gebaut. Na gut. Das ist ein Problem. My patience has ended. I am the darkness. My vengeance is yours. I am the darkness. My patience has ended. My vengeance is yours. You call. Oh nein, jetzt sind wir trapped, oder? Summoning is complete. Was ist denn hier? Blöd man auch zu Hause, ey. More gold forces are under attack. My vengeance is yours. At last. Summoning you is complete. My patience has ended. My vengeance is yours. Oh, wir haben sämtliche Map-Kontrolle verloren, die wir nie hatten. I am the darkness. My patience has ended. My patience has ended. Summon my vengeance. I am the darkness. Let battle join. You call. Boah, bist du nervig, Jung. Das ist wahrscheinlich sogar nur eine Illusion. Shit. My patience has ended. I am the darkness. Geht das noch da? You call. My patience has ended. My vengeance is yours. Ich fühle mich hart outplayed. You call to your survive. You call. I am the darkness. My vengeance is yours. My patience has ended. My patience has ended. Yeah. My vengeance is yours. Tja. Darkness. Und nun. You call me. Embrace the cold. I am darkness. Last.
powers to command. My patience has ended. My patience has ended. You call. Hölle, absolute Hölle. Oh Gott, wie heftig! Ich habe keine Antwort auf irgendwelche Fragen. Boah, wieso bin ich denn so lost, Alter? Hello. I am sworn to take your time. My vengeance is yours. I am the summoning is complete. Oh, fuck. My patience has ended. I am the promise. Where our forces are under attack. Still, my vengeance is yours. Come on, oh no. Die Fiend ist weg. Egal was ich mache, er ist da und hat eine bessere Antwort als ich. My vengeance is yours. Research complete. I am the darkness. You call me. My patience has ended. Direct me. Ah, come on! Thank you.
Komplett zerstört. Komplett, einfach komplett zerstört. What can I say? Jo, da lief nix. Jo, das war nervig. Keine Chance. Hätte, ja, egal. Brauche ich nicht. Ja, whatever. 2. Map war nicht gut. Gar nicht gut. Aber hat er gut gemacht. Keiner, was soll ich sagen? Einfach komplett auseinandergenommen. Naja. Erste Map, wie gesagt, okay. Wir machen gleich eines Kannes. Ich brauche aber ein kurzes Break. Das war Triggering Material. We'll be right back.
Yay! Gut auf den Nuss gekriegt. Und jetzt müssen wir auch noch Fragen beantworten, weil es ist natürlich auch in Florentins Abwesenheit Zeit für... Ja, das kann es. Hui. Also, seit ein paar Wochen haben wir diese tolle neue Initiative, dass ich für richtig beantwortete Fragen Geld erspiele. Und da haben wir einiges Tolles zusammenbekommen. Wie auch in den letzten zwei Wochen. Vielen herzlichen Dank für die Initiative, fürs Teilnehmen und dass ihr hier die Fragen bereitstellt, wenn ich hier alleine bin. Macht richtig Spaß. Diese Woche, glaube ich, danke an Link, der die Fragen aufbereitet hat. Es ist einfach toll. Und ihr könnt natürlich gerne joinen der Initiative. Wenn ihr irgendwie 50 Cent pro Frage über habt, meldet euch gerne bei Flutschfinger oder Link oder auch dem Pischner im Chat. So, diese Woche. Letzte Woche haben wir ja alle Fragen zu, ich wollte schon Fischen sagen. Nein, das sind keine Fische. Zu Booten beantwortet. Und ich habe mal wieder 2 von 3 Fragen richtig gehabt. Da ging es mir emotional ein bisschen besser, weil ich da die Showmatches gewonnen habe. Mal schauen, ob ich mich jetzt aus meinem Tief zurückziehen kann. Zurückholen kann. Es gibt wieder einen Spieler, provided von der Community. Und da wollen wir doch mal reinhören. Hallo Jannis. Ähnlich wie in der letzten Episode bewegen. Guck mal hier, der Sparta! Hallo Jannis. Ähnlich wie in der letzten Episode bewegen wir uns auch diesmal, zumindest entfernt, thematisch im Bereich der Hitze und des Eincremes. Ich bedanke mich für die eingesendeten Fragen, bei Wolke für das Ausprobieren von Frage 3 und bei Sparta für das freundliche Einlesen. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg dabei. Let's go! Dicken Dank, Sparta. Ich glaube, Atlas, der letzte Woche die Fragen eingesprochen hat, war im Urlaub. Finde ich gut. Geht's mir direkt schon wieder besser. Wenn ich Sparta höre, geht's mir direkt schon wieder besser. Was kann ich sagen? Ja gut, wenn der Herr sagt, let's go, dann let's doch go. Frage 1. Lieb ich. Dein Archmage trägt einen Orb of Fire. Aufgrund diverser Divas, Hall of Terror, Soulburn und Cripple macht er aber keinen Schaden mehr. Wird der Effekt des Orb of Fires trotzdem angewendet? Für die Leute, die den Effekt nicht kennen, er reduziert die Effektivität von Heilung und Regeneration um 35% für 3 Sekunden. Antwortmöglichkeit A. Ja, auch ohne Schaden wird der Effekt angewendet. Antwortmöglichkeit B. Nein, kein Schaden, gleich kein Effekt. Okay, also, um das hier mal klarzustellen, es geht hier um den Heilungseffekt, korrekt? Also nicht um die 5 Damage, die oben drauf kommen, sondern um den Heilungseffekt. Und dann würde ich relativ schnell und ohne Umschweife sagen, ja, wird angewendet. Aber krasse Frage mal wieder. Schauen wir rein. Ich sag ja, wird angewendet. In position. Ja, da ist das Ding doch. Da ist das Ding doch. Es wird angewendet. Recht wurde gehabt. Applaudiere ich mir mal selber. Und wieder Money for the Charity. Let's go. Wie Sparta immer sagt. Let's go. Es ist natürlich funny, dass der gute Archmage keinen Damage hat. Oh, ich habe die Qualität nicht richtig eingestellt. Aber, ja. Das wäre ja sonst auch, wäre krass sonst. Money Boy, yo. Was für ein Saft. Was für ein verdammter Saft. Orangensaft. Gut. Haben wir schon mal mehr Fragen beantwortet, als in der Liga Punkte geholt. Das ist so ein Ding. Du kannst das Dock auch offen haben. Ja, ich habe das schon wieder den Link vergessen. Geisterhose, danke für den Sub. Kannas heute. Jannas, Kannas. Ja, ich kann das Dock offen haben. Dann muss ich aber den Tab wechseln und dann
sieht man meine Hotlinks und so, und das will ich nicht unbedingt so gerne. So. Ich höre, es gibt noch eine Frage. Na, Sparta, hast du noch was für mich? Frage 2. Wie viel Mana muss der gegnerische Hero mindestens haben, damit ein Mana-Burn deines Demon Hunters genug Schaden macht, um eine Healing Self abzubrechen? Kleiner Tipp, der Wert ist derselbe für Scroll of Regeneration, Ritual Dagger, Replenishment Potion oder die Clarity Potion. Antwortmöglichkeit A, 20. Antwortmöglichkeit B, 15. Antwortmöglichkeit C, 10. Oder ist es Antwortmöglichkeit D, größer gleich 1, sprich mehr als 0. Alright. Das wusste ich mal. Ich hätte eigentlich gesagt, es ist eine krumme Zahl. So 21 oder 22 oder so. Oder 23. Jetzt ist die Frage, bin ich richtig damit, dass es eine krumme Zahl ist und es ist 15? Oder liege ich richtig damit, dass es 20 ist? Oh, das weiß ich eigentlich. Fünfzehn klingt so weird. Jo, es gibt auf jeden Fall bei diesen Healing-Effekts, bei diesen Healing-Over-Time-Dingern, gibt's einen Breakpoint. Und manche Sachen machen halt zu wenig Damage, um die abzubrechen. Oh, jetzt verdenke ich mich so doll da drin. Aber Healing wird ja auch so durch so ein Skeleton abgebrochen und so. Aber ist es bei Mana, ist es bei Mana Burn anders, ne? Ich sag 20. Es war die erste Intuition. Ich sag 20. Und es war 19, oder? Es war 19? Oh, ich war so kurz davor. So kurz davor, was richtig Dummes zu sagen. Oh. Es ist 20. Leute, es ist 20. Okay, ihr habt es nicht gesehen? Machen wir nochmal. Okay, schaut auf die Mana-Anzeige. Der Mana-Burn kommt jetzt bei 19. 19. Zack, geht weiter. Healing geht weiter. Regeneration geht weiter. Bei 19 Mana geht's weiter. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir über 20 Mana und die Heilung wird abgebrochen. Let's go. 2 von 2. Oh. Oh, das fühlt sich so gut. Ich war so kurz davor, die falsche Abbiegung zu nehmen. Oh. Okay,
2 von 3. Dritte Frage. Sparta. Hit me. Frage Nummer 3. Die dritte und leider für heute auch schon die letzte Frage kommt von niemand Geringeren als unserem wertgeschätzten Bürgermeister höchstpersönlich. Nase will Folgendes wissen. Wenn deine Naga dank ihres aktivierten Mana-Shields vor direktem HP-Schaden geschützt ist, kann ein Damage-Spell, zum Beispiel eine Coil und oder eine normale Right-Click-Damage, dann diese gestartete Clarity Potion abbrechen? Antwortmöglichkeit A. Die Coil bricht die Clarity Potion ab, der Right-Click-Damage aber nicht. Antwortmöglichkeit B. Sowohl Coil als auch Right-Click brechen die Clarity Potion ab. Und zu guter Letzt Antwortmöglichkeit C. Weil der Schaden komplett auf das Mana der Naga umleitet, bricht weder Coil noch Right-Click die Clarity Potion ab. Was ist die richtige Antwort? Ich weiß nicht, wie Mana Shield funktioniert. Ich weiß nicht, wie Mana Shield funktioniert. Ich habe keine Ahnung von Mana Shield. Warum? Mal logisch gedacht. Warum sollte Schaden anders sein, egal ob es Coil ist oder Physical? Weil Mana Shield ist ja... Ich weiß nicht mal, ob das jeder Schaden ist. So, also rein von der Logik her. Oder ist es nur Spell Damage? Bauchgefühl C. Also, ich bin davor, aber ihr seht's. Aber Warcraft 3 ist weird. Also ich glaube, wir gehen mal von dem Fall aus, dass man genug Mana hat, um den kompletten Schaden umzuleiten, korrekt? Und nicht, dass es irgendwie, man hat nur 10 Mana und dann kommt eine Coil und normalerweise wäre es nicht genug Mana und so weiter und so fort. Ich bin so kurz davor. Wäre das die erste Frage, wäre es mir relativ egal, ich würde sofort C sagen. Aber jetzt bin ich so kurz davor. Ich sag C. Ich sag C und hoffe, dass Warcraft ausnahmsweise mal nicht weird ist. Jo. Ich würde sagen, beides bricht es nicht ab. Let's go. Ich hoffentlich. Okay. Mana Shield. Hat noch keine Clarity benutzt. Jetzt eine Clarity benutzt. Ah, Coil bricht es ab. Beides bricht? Warte. Jetzt riecht sie, dass beides das abbricht? So. Ja. Beides bricht es ab, oder nicht? Oh, das wäre Antwort B gewesen. Das habe ich falsch gelesen. Das war dumm von mir.
Ich habe die Antworten falsch gelesen. Damit Geld rausgeschmissen, aber auch Geld eingenommen. Ich hätte, glaube ich, trotzdem C gesagt. Von daher macht es nicht so viel. Jo. Mist. Pro richtige Frage 31,50 €, weil noch ein paar Leute gejoint sind. Das ist immer noch super geil. Und das wird auch nicht weniger super geil. Das sind immerhin schon wieder über 60 € für einen guten Zweck. Und ja. Jetzt 3 Wochen in Folge, 2 von 3. Das ist schon okay. Hier nochmal ganz herzlichen Dank an Nilsken, an Link, an Pischner, an Bär, Cake Pie Biscuit, Decider, Motul, Flutschi, KMS, Quick Heat, Mäusern, Wolke und Köhli. Ja, absolut super. Absolut super. Sorry, dass ich wieder nicht das volle Ding gekriegt habe, aber ja. Meldet euch gerne bei den beteiligten Personen, Flutschi, Pischner und so weiter. Mit 50 Cent pro Frage seid ihr dabei. Könnt dann auch gerne eine Charity vorschlagen, aus der ich am Ende des Monats zu entscheiden habe. Ärgerlich. Da war mehr drin. Genau wie im Ligaspiel mehr drin war. Eine Woche hat der Ligoli noch. Genau. Zoom eine Stufe kleiner und man sieht den Total. Ja, sind jetzt schon 189 Tacken, wenn das so korrekt ist. Ja, richtig nice. Gut. Das war's auf Deutsch für diese Woche. Nein, war's nicht, weil es ein Managerspiel gibt. Ich bin ein Idiot. Ich habe doch mir den Hotlink gemacht. Und den habe ich am Start. Wenn ihr auf creepcamp.de seid, gibt's oben den Reiter Manager Game. Da könnt ihr, wie jede Saison, euch ein Team zusammenstellen, wenn ihr ein bisschen in der Community aktiv seid. Und den anderen zeigen, dass ihr der beste Manager seid. Dass ihr wisst, worauf es ankommt. Ich habe letzte Season, was war denn das? Wo sind wir hier? Season 18, da war ich relativ gut dabei. Nein, nicht 17. Nein, bleib 18. Bleib da. Guck mal da, ja, ich zum Beispiel 4. Ganz, ganz, ganz knapp am Lord gescheitert. Der aber der einzige Mensch ist mit einem Back-to-Warcraft-Tattoo. Von daher hat er es auch verdient. Und ja, wenn ihr auf Season 19 geht, könnt ihr euer Team updaten. Ihr habt dafür 4200 Goldcoins und könnt euch aus diesen Spielern aus Liga 1, 2 und 3 ein Team zusammenstellen. Warte, müsste da nicht Florentin dabei sein? Ja, da ist er! Schau mal, er kostet nur 400! Das ist natürlich ein Ding. Ja, ihr könnt euch Florentin kaufen. Da also gerne mitmachen. Ich glaube, das ist immer ein großer Spaß. 4200, das heißt, ihr braucht 6 Spieler. Der Average-Preis dementsprechend 700. Und wer da am meisten Punkte holt, kriegt, ich glaube, ganz viel Geld von Felix Helfenstein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. 1000 Euro von Felix Helfenstein. Cool. Das ist nett. Das ist spendabel. Da könnt ihr also noch bis morgen Abend teilnehmen. So. Ich letter einfach weiter jetzt. Switch aber wieder auf Englisch für die internationale Zuschauerschaft. Für euch die Hausaufgaben. Manager-Team erstellen. Meisterschaft gucken. Meisterschaftsqualifier anmelden und ja, kurze Episode. Ich hoffe, ich habe nächste Woche wieder ein bisschen mehr Zeit, um ein bisschen mehr vorzubereiten. Habe eine coole Fun-Map gesehen von Witty, aber das dann alles später. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich auf dem internationalen Ladder-Stream.